Welcome to the Entrepreneur University Podcast. Come and listen to the stuff of what great personalities are made of. Learn from the biggest and best entrepreneurs, experts, and visionaries of our time. Greatness is not this wonderful, esoteric, God-given feature that only a special few of us will ever take. It's something that truly exists in all of us. So are you ready to become the best person you can be? So, alright, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University. Mein Name ist Robin und schön, dass du wieder reinhörst. Bekannterweise ist einer unserer Slogans, lerne von den Besten. Und diesen Slogan haben wir genau wegen Menschen wie Martin Limbeck so genannt und ausgewählt. Und ja, Martin ist erfreulicherweise heute Gast in unserer Show, gehört ohne Zweifel und Diskussion zu den bekanntesten und besten Verkaufs- und Management-Trainern in Europa. Als Keynote-Speaker tut er weltweit zu den größten Brands und Firmen, um diesen zu zeigen, wie Verkaufen richtig geht. Seine Kompetenz liegt darin, bei durchschnittlichen Verkäufern Potenzial für gute Ergebnisse freizusetzen und aus Talenten wirklich Spitzenverkäufer zu formen. Weltbekannte Firmen vertrauen auf seine Expertise, um ihre Vertriebsorganisation noch besser zu machen. Als wäre das nicht schon genug, ist Martin auch noch Autor von mehreren Bestsellern. Ihr merkt, ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Ich glaube, es wird aber Zeit, den Mann der Stunde zu Wort kommen zu lassen. Demnach, schön, dass du da bist, Martin, und herzlich willkommen in der Show. Hallo Robin, vielen Dank für die Einladung, ja, und vielen Dank für dieses wirklich liebe Einleitung. Mein Lieber. Ja, genau. Thema Einleitung. Ich habe ein bisschen was dazu erzählt. Ich glaube, es wäre vielleicht sehr wertvoll für unsere Community, wo der vielleicht der ein oder andere dabei ist, der dich noch nicht kennt, einfach, dass du uns nochmal ein bisschen Farbe zu deiner Origin-Story gibst. Also einfach nochmal ein bisschen Kontext zum Werdegang, auch aus menschlicher Perspektive und Business-Perspektive. Einfach nimm uns mal mit, so von den Kinderschuhen bis heute. Du, ja, was soll ich dir sagen? Ich nehme immer gerne den Vergleich. Schule und ich hatten nicht viel gemeinsam, deswegen war ich eher fertig mit der Schule wie andere Kinder. Ja, und die haben sich da wenig um mich bemüht. Ich habe eine ganz normale mittlere Reife gemacht, auch mit Durchschnittsnoten, hatte aber eine gute Referendarin, der ich heute noch sehr dankbar bin, damals im Englischen, die Iris Weber. Die Iris Weber sagte, Martin, dein Englisch ist so miserabel, wenn aus dir nochmal was werden soll, geh mal ein Jahr nach Amerika. Gesagt, getan, ich machte meinen ersten Sales-Pitch zu Hause. Ich sagte, du Dad, ich brauche 12.000 Mark. Und daraufhin sagte er, Junge, und wer gibt dir die? Sag ich, gut, habe ich verstanden, du bist raus. Dann bin ich zu Oma gegangen, ja, väterlicherseits, bin streng katholisch erzogen worden, also was heißt streng katholisch erzogen worden, aber bei uns, ne, katholisch aus dem Ruhrgebiet, war mit Oma zweimal die Woche in der Kirche, Bibelfest, Messdiener, Religion 1 und sagte, Oma, ich brauche Kohle, aber nicht die, die Opa abgebaut hat. Familie kommen alle aus dem Bergbau, sowohl väterlicher wie mütterlicherseits, die Großeltern, und dann sagte Oma, komm, ist mein Lieblingsenkind, machen wir. Und dann kam der nächste Pitch, die gibt's heute noch, IST, Sprachreise in Heidelberg. Ich musste also einen Test machen, ob ich für Amerika geeignet bin. Bin durchgefallen, weiß noch, wie heute wieder Prüfer sagte, sagen Sie mal, junger Mann, wie wollen Sie denn mit diesem miserablen englischen Jahr in Amerika überleben? Und ich sagte damals, schlagfertig war ich damals schon ein bisschen, wissen Sie, wenn ich es könnte, müsste ich ja nicht hin. Dann sagte der, komm, wir schicken dich. So, und dann, wie das halt so ist, in welchem Bundesstaat wollte ich? Kalifornien, wo bin ich gelandet? Roselle, New Jersey, das ist ungefähr wie Rottgau. Ja, da müsste ich tot über den Zaun hängen. Und war aber 20 Minuten von New York weg, so war ich halt jedes Wochenende fast immer in Big Apple. Damals war es Drinking Age Not 18. Ja, und jeder hatte so einen erweiterten, ich nenne es mal liebevoll, ID-Karte, die schon zeigte, dass du 18 bist. Du hast dich schon so wie 18 reingefühlt und konntest wenigstens nach New York Party machen gehen. Und das war in der Nachbetrachtung oder ist heute in der Nachbetrachtung immer noch für mich ein wichtiges Fundament, denn was habe ich gelernt in Amerika? Erstens, ganz viel, aber erstens, ich kam in eine Familie, die nicht so wie meine war. Meine Eltern sind jetzt, ich glaube, 63 Jahre verheiratet. Oh. Ja, die waren kurz vor der Trennung, hatten einen 6-Jährigen, dem sollte ich Deutsch beibringen. Ich habe es erstmal mit deutschen Tugenden probiert, Disziplin. Die waren so irgendwie kurz vor der Trennung, eher autoritäre Erziehung, sie anti-autoritäre Erziehung. Und das war keine schöne Zeit bei denen, aber ich habe irgendwie durchgehalten, also durchhalten. Weil ich sagte, eine große Klappe hatte ich damals ein bisschen. Und wenn ihr jetzt aus Amerika wiederkommt, sagen alle, Mensch, hat er hingeschmissen. Und dann eben, dass alle Kinder an der Highschool gearbeitet haben. Das kann ich aus Deutschland nicht. Also so nach dem Motto, 15 Uhr Schule fertig, also Highschool, war jeden Tag 2 Stunden Sport. Das war auch cool für einen jungen Kerl natürlich. Ich habe Soccer gespielt, ein bisschen Football mitgespielt, so war ich der Kicker. Und der Hausmeister an der Schule hat einen Landscape-Service, glaube ich, für reiche Leute Rasen gemäht. Dollar war damals 3,40 Mark in den 80ern. Und so habe ich meine erste Kohle verdient. Ja. Und dann
sagte Rich zu mir, was machst du im Winter? Dann kannst du ja keinen Rasen mähen. New Jersey auch viel Schnee, sag ich, keine Ahnung. Sagte er, okay, I will introduce you in the snow shoveling business. Und da lernte ich zum Beispiel das Gesetz der Reziprozität, denn was wollte ich morgens machen? Ich nehme meine Schaufel und wollte direkt anstellen und erstmal fragen. Und dann sagte Rich, so funktioniert es hier in Amerika nicht. Erst schaufeln, dann scheffeln. Ist ja auch ein Vortragstitel von mir. Erst schaufeln, dann scheffeln. Mhm. Wie ich dir, so du mir. Also du musst immer erst was investieren. Gerade für uns ja hier bei der Entrepreneur University, ja, wahrscheinlich auch wichtig bei den Gründern. Du musst erst was investieren und dann kannst du eben dafür auch was verlangen. Punkt 1. Und Punkt 2, für mich war irgendwie so dieser amerikanische Traum war klar. Ne? If you can dream it, you can do it. Und in Amerika ist alles möglich. Und da habe ich entschieden mit meinen damals 17 Jahren, also relativ einfach, wenn ich wiederkomme, werde ich Millionär. So, wie geht das? Du gehst in den Vertrieb, habe erstmal eine Lehre als großen Auslandskaufmann gemacht, gut verhandelt, also ich kürze ein bisschen ab, könnte da stundenlang drüber reden in Details. Mhm. Aber habe halt so gelernt, dann ich war im Elektrogroßhandel, ich kam mit den Handwerkern gut klar, die gesagt haben, hey Bengel, schneid mir mal hier 10 Meter 3x5 Nymdraht ab. Und auf der anderen Seite kam aus dem Hartwald die reichen Damen nachmittags und wollten eine Tiffany-Lampe kaufen, konnte ich auch irgendwie und merkte, dass ich in der größeren Couleur von Menschen oder verschiedenen Menschen klarkam. Mhm. So, dann wollte ich in den Außendienst, war natürlich mit 19 schwierig, nachdem ich meine Lehre als großen Auslandskaufmann fertig hatte und fand dann diese kleine Anzeige, Frankfurter Rundschau, Juniorverkäufer für Büromaschinen. Dann bin ich da hingegangen, war das der beste Einstellungsgespräch, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Ist heute noch eine Basis unserer Management-Trainings, wie ich Bewerbungsgespräche anders führe. Der Typ hat sich 3 Stunden lang nur mit mir unterhalten. Mein Zeugnis hat ihn auch gar nicht interessiert. Der wollte den Hintergrund meiner Familie wissen. Und der machte damals 2 Dinge natürlich gut. Ich hatte schon toll verhandelt. Ich bekam 3.100 Mark nach der Lehre und fühlte mich wie ein Held. Es gab andere in der Firma, die kriegten 3.3 oder 3.4 und waren schon 10 Jahre da. Mhm. Wollte mich unbedingt halten. Und der hatte eine Gehaltsabrechnung von Verkäuferinnen dabei. Der Schlechteste hat 79.000 Mark verdient. Der hatte die Namen gesperrt und der Beste 220.000 Mark. Das verdiente mein Vater aber damals nicht als Geschäftsführer einer mittelständigen Unternehmung. Mhm. Und das Zweite, was der gut machte, also er hat mich praktisch gut angefüttert, weil ich stehe dazu, meine Erstgrundmotivation war, Geld zu verdienen. Also ich war schon in den ersten Jahren meiner Karriere sehr auf Geld fixiert. Mhm. Und das sagt ja kaum einer gerne, ja, weil das irgendwie so unangenehm klingt. Aber ich sage immer, wenn du keine Geldader hast, wie soll Geld auch zu dir kommen? Ja. Ja. Und das Zweite, was er macht, dann wissen Sie, Herr Limbeck, oben sind ein paar Verkäufer, die wissen nicht, dass Sie sich hier bewerben. Gehen Sie mal hoch. Ja, habe ich gemacht, habe ich mit einem unterhalten. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe meinem Vater das erzählt. Und dann sagte mein Vater, der auch heute noch ein wichtiger Berater für mich ist, weißt du, Junge, wenn du Büromaschinen verkaufen kannst, Kopierer, dann kannst du alles verkaufen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder alles verkaufen kann. Du musst hinter dem Produkt oder Dienstleistung stehen. Aber es war halt eine harte Schule. Verdrängungsmarkt. Mhm. Immer Preisgespräch, weil es zu viele Anbieter gab. Jeder hatte einen Kopierer. Ich habe dann natürlich den Hype der Faxgeräte mitgemacht. Das habe ich dann knapp 9 Jahre gemacht. War relativ schnell einer der erfolgreichsten in der Branche. Viel Abwerbung durch Headhunter. Und dann habe ich das gemacht, weil ich festgestellt habe, wir sind dann gekauft worden. Konzern ist nicht so meins, weil ich nicht so gut diplomatisch bin. Was machst du dann selbstständig? Heute würdest du sagen, du machst ein Start-up. Mhm. Und es gab 3 Varianten. Einmal, ich mache mit einem Partner zusammen in den neuen Bundesländern einen Kopierervertrieb auf, ganz offen gesprochen, hatte ich damals kalte Füße, war jung, 27, dachte Geld aufnehmen und mein Vater war selbstständig und ist mal von einem Partner nach 9 Jahren betrogen worden. So hatte ich immer von der Mutter mich mitbekommen, wenn du mal was machst, machst du das alleine. Ja, okay. Zweite Möglichkeit war auf Fina und Partner, das war das erste Franchise-System, heute wie Remax kennen andere vielleicht, ne? oder Engel und Völkers, Immobilien, da kannte ich mich auch nicht so aus. Und das Dritte war, und das war cool, war das Institut für Wirtschaftspädagogik damals, das war der Peter Volke, das war für mich einer der besten Trainer, die ich zu Kopiererzeiten hatte, denn die Kopiererbranche hat extrem viel in Weiterbildung investiert. Ich war jedes Quartal mindestens 3 Tage auf Seminar. Okay. Und habe dann gesagt, okay, das war das kleinste Risiko, in Anführungsstrichen auch vom finanziellen her, der hatte eine Einstiegsgebühr und dann eben musste ich prozentual von meinen Umsätzen was zahlen. Mhm. Und ja, bin auch da dann durchgestartet und habe dann nach 3-4 Jahren schon auch von 10 Trainern der erfolgreichste in der Akquise und wollte das Unternehmen dann kaufen. Ich hatte einen 7-Jahres-Vertrag und ja, irgendwie Peter Folge konnte nicht teilen zu dem damaligen Zeitpunkt und dann bin ich da raus und habe die zweitbeste Entscheidung getroffen und am 01.01.2000 damals das Martin Limbeck Trainingsteam gegründet, was heute die Limbeck Group ist
und habe heute 25 Leute, bin Unternehmer, sage ich mal, der zufällig Trainings und Vorträge hält, noch ein paar gute Bestseller geschrieben hat. Nicht gekauft hat er schon, ist nachweislich das meist gekaufte Buch im deutschen Vertrieb. Und war 29 Monate auf der Bestsellerliste mit einem Monat Unterbrechung. Hat es auch noch nicht gegeben. Und ich liebe das, was ich tue, bin durch und durch Unternehmer und habe mein Unternehmen jetzt die letzten Wochen und Monate umgebaut auf digital auch. Wir haben ja eine eigene Online-Akademie, bauen heute für Kunden Online-Akademien in unterschiedlichen Umfängen und das macht riesen viel Freude. Super authentische und wirklich spannende Story. Ich kenne sie, aber immer wieder, wenn ich sie höre, finde ich es sehr, sehr inspirierend. Du hast angesprochen, so ein paar Charakterzüge auch so, die dich vielleicht geprägt haben, auch auf dem Weg zum erfolgreichen Verkäufer und Unternehmer. Ich glaube, dass du auch öfter in Vorträgen über die DNA von Verkäufern sprichst, wenn ich mich nicht täusche. Und mich würde es interessieren, was muss so in der DNA eines Verkäufers unbedingt implementiert sein? Also die Struktur in der DNA, die muss jeder Verkäufer haben. Was ist das? Was sind das für Charakterzüge? Naja, in erster Linie schon mal, das erlebe ich ja viel in eurer Szene, mit der du dich ja sehr stark beschäftigst. Eben, ich muss mit Überzeugung sagen, ich bin als Unternehmer auch Verkäufer. Und ich muss die Einstellung haben, dass ich Verkäufer bin. Wenn ich sage, ich bin nur Berater, dann bin ich halt auch nur ein Berater. Wenn einer sagt, ich bin Erfinder, dann bin ich halt nur Erfinder. Ich habe was entwickelt, dann bin ich nur Entwickler. Mhm. Also ich muss auch mit tiefster innerer Überzeugung sagen, ich bin Verkäufer. Denn wenn meine Idee noch so gut ist und das Produkt oder die Dienstleistung noch so gut ist, wenn ich sie nicht verkauft bekomme, bringt mir die Idee und die Dienstleistung nichts. Ja. So, und da glaube ich schon sehr stark daran, dass ich das tue. Und es gibt immer noch Menschen, die mit Verkaufen so einen negativen Touch haben. Ne? So der typische, den das heute auch nicht mehr machen, aber der ehemalige Staubsaugerverkäufer irgendwie, der an der Tür schellt und der Oma einen Staubsauger verkaufen will. Dieses Image verbinden viele Menschen noch mit Verkäufer. Mhm. Nur ich sage immer, ein guter Verkäufer wusste schon immer, dass er auch beraten muss, bevor er verkaufen kann. So, und wenn du dir das Thema anschaust, ich nehme immer gerne das Beispiel, bist du Single oder bist du in einer Partnerschaft, Robin? Ich bin in einer Partnerschaft, ja. So, wie du dein erstes Date mit deiner Partnerin hattest, hast du was gemacht? Du hast nichts anderes wie ein Verkaufsgespräch geführt. Ja. Ja, weil erste Date ist ja nichts anderes wie Verkaufen. So, und Flirten ist Akquise. Wie bringe ich den anderen dazu, mit mir an einen Tisch zu kommen? Also wie bringst du also dein Gegenüber dazu gebracht, sich mit dir zu unterhalten? So, und das ist die Analogie dazu. Oder wer kennt es nicht? Schule noch. Ja? Schriftliche Note und mündliche Note. Bei der mündlichen Note haben wir eben uns gut verkauft und dem Lehrer erklärt, dass wir doch da und da uns gemeldet haben und dadurch nochmal eine halbe Note oder eine ganze Note uns vielleicht hochgepokert haben. Ja. Wer Kinder zu Hause hat, kennt es auch. Permanent Taschengeld, länger aufbleiben, Süßigkeiten, whatever. Ja. Und wenn ich das nicht in meiner DNA habe, dann wird's schwer. Wenn ich das auch als was Schmuddeliges sehe, dann wird's schwer. Ja. Ja, okay. Macht totally sense, also auf jeden Fall. Was mich jetzt interessieren würde, kann man das wirklich trainieren, um wirklich, sagen wir mal, so ein Sales-Champion auch zu werden? Oder muss das ein Stück weit auch Talent einfach sein? Also ich komme aus der Fußballbranche, da würde ich behaupten, dass gewisse Talent, ja, Skills einfach Voraussetzungen sind. Natürlich kann man viel durch Training wettmachen, aber immer so der Bewegungslegastheniker wird nicht mehr Fußballprofi. Ist das im Vertrieb ähnlich oder sagst du, jeder kann Vertrieb lernen? Schau, ich nehme gerne mit. Ich hatte gestern noch neben The Bottage dran, den kennt vielleicht der ein oder andere am Telefon wegen seiner Stiftung und seinen Leuten da und kenne ihn ganz gut durch Kinderlachen da, was ich unterstütze, durch meinen Freund Thorsten Theiler. Und Neven wechselt jetzt nächste Woche und er sagt, auf meiner Position in Dortmund gibt es halt 7 Spieler. So. Mhm. Und jetzt komme ich zu meinem Punkt. Es gibt riesige Fußballtalente. Mhm. Ja. Ich nehme immer liebevoll gemeint diese Metapher, das ist immer so meine Lieblingsmetapher. Nimm mal Per Mertesacker, der kann kein Fußball spielen. Mhm. Sage ich immer so aus Spaß, natürlich kann er Fußball spielen, also als Metapher, aber der spielt Abwehr, der ist jetzt nicht so auffällig wie ein Mittelfeldstar. Mhm. Ja, so, ne? Und weil der Mittelfeldstar, der die Bälle verteilt oder Tore macht, der wird ganz anders gesehen. Nimm den Haller, den wir in Frankfurt haben. Der heißt ja nicht Haller, sondern Haller. Ich war in Wolfsburg am Wochenende. Sensationell, die beste erste Halbzeit seit keine Ahnung wie lange gespielt. Die Tore machen oder die im Mittelfeld die Bälle verteilen, ne, die sind halt eben bekannter. Ja, nimm die Boateng-Brüder. Der eine ist, würde ich sagen, talentierter wie der andere. Ja, nur
beide spielen Weltmeisterschaft. Der eine hat sich eben das mehr erarbeitet und der andere bringt ein größeres Ballgefühl vielleicht mit. Olli Kahn hat mal so schön gesagt, mit dem ich auch schon das Vergnügen hatte, eine Bühne teilen zu dürfen. Er sagte, ich war zu meiner Zeit nie das größte Fußballtalent. Ich habe es aber über Training weggemacht. Ich habe dreimal am Tag trainiert. Einmal in der zweiten Mannschaft, in der ich gespielt habe. Einmal in die erste Mannschaft, in die ich wollte. Oder mit denen habe ich trainiert. Mhm. Und abends, mein Vater war Platzwart beim KSC, hat dann nochmal den Rasen unter Wasser gesetzt. Und wir haben nochmal Regensituationen trainiert. Und ich habe viel kompensiert über Training. Und das glaube ich eben auch. Ich habe Menschen kennengelernt, die sind eher, ich sage es mal liebevoll, Verbal-Legastheniker, waren aber erfolgreicher, weil sie die richtige Einstellung hatten, als die, die die schönsten Formulierungskünstler waren, aber die Pobacken nicht zusammengekniffen haben und nicht fleißig waren. Und daher kommt ja auch meine Metapher, langfristig überholt der Fleißige immer das Talent. Das ist meine tiefste Überzeugung. Okay, ja cool, die teile ich mit dir, Riesenecho an der Stelle. Und du bist Eintracht-Fan, ne? Absolut, seit über 20 Jahren habe ich eine Dauerkarte in Frankfurt, jetzt ein bisschen weiter von Wesel, aber wenn es irgendwie möglich ist, gehen wir hin. Meine Frau ist Dortmund-Fan, wir haben also nur zweimal im Jahr Familienspiele sozusagen, aber ansonsten gehe ich auch gerne ein gutes Fußballspiel schauen. Okay, super, also ich bin auch Frankfurter Junge, habe auch in der Jugend bei der Eintracht 8 oder 9 Jahre gespielt. Cool. Wo ich danach gespielt habe, sage ich dir lieber nicht als Eintracht-Fan. Offenbach. Genau. Ach, Schande. Wir haben leider das Gespräch abbrechen, Robin. Ja, gut. Das ignorierst du jetzt am besten, dass wir hier genauso weitermachen können wie bislang. Und lass uns beim Thema Sales nochmal ein bisschen dranbleiben. Danach würde ich gerne auch in ein paar private Themen mit dir einsteigen. Sales bedeutet ja oft auch mit Neins leben zu können bzw. zu müssen. Was kann man machen, um da irgendwie so ein härteres Fell zu bekommen? Also einfach, dass man leichter mit Neins umgehen kann. Also ich glaube, diese Resilienz, ich habe das mal für mich festgestellt, ich formuliere das mal so. Du bist jung, fängst im Sales an. Du bist extrem begeistert, du bist von deiner Idee überzeugt, die du als Gründer vielleicht hast oder in einem jungen Team hast und dann machst du Sales. Dann kommst du mit den Neins leichter klar, weil du dieses große Ziel vor Augen hast. Dann bist du schon etwas erfolgreicher, dann wirst du etwas älter. Dann habe ich festgestellt, wird bei vielen die Haut so ein bisschen wieder dünner, weil die sich dann sagen, habe ich das überhaupt noch nötig, muss ich mir das gefallen lassen. Dann gibt es wieder so eine Phase, dann kämpfst du dich zurück und sagst, das gehört halt irgendwie dazu. Und dann kommt wieder so ein Alter, ja, wenn du richtig weit vorne bist, dann sagst du auch mal, pump mir doch die Schuhe auf. Ja, ich glaube, das ist eben der Punkt, dass du lernen musst. Du bekommst im Verkauf immer meistens mehr Neins wie Ja's. Dass das einfach dazugehört. Du akquirierst Menschen, du rufst Menschen an, die gerade selber in schlechter Stimmung sind. Du reißt die bei irgendwas raus. Da wartet ja keiner draußen, dass der Robin Söder anruft und eine geile Idee hat. Da wartet keiner auf dich draußen. Ja. Und wir haben heute fast überall Commodity-Produkte, MeToo-Produkte. Wir haben reinen Verdrängungsmarkt. Du machst viel über deine persönliche Art und Weise zurück. Deswegen sage ich auch immer wieder, ich habe Respekt vor jedem, der morgens aufsteht und im Sales auch über Provision sein Gehalt verdient. Ja, sehe ich genauso. Und spannender Einblick, so dieser Werdegang mit dem Umgang von Neins, das war mir nicht bewusst. Vielleicht, weil ich auch noch ein paar Jährchen vor mir habe. Hoffentlich zumindest. Du hast gerade gesagt, man bekommt tendenziell mehr Neins als Ja's. Was würdest du sagen vom Verhältnis prozentual? Wie viel Neins hast du bekommen und wie viel Ja's in deinem Leben? Boah, ich würde sagen 70% Neins, 30% Ja's. Okay, cool. Ich hätte es tatsächlich noch höher zum Nein hin gedacht, aber. Ja, am Anfang sicherlich, ja. Nur ich glaube dann, jetzt kommt es auch auf die Branche an, kommt auch drauf an, was du machst, ne? Wo du unterwegs bist, bist du im Key-Account unterwegs, da hast du ja nicht so große Akquise wie jetzt, wenn du ein Hunter bist, der jetzt wirklich Door-to-Door-Geschäft macht, bist du im Direktvertrieb. Also kommt ja auch so ein bisschen auf die Branchen an und die Themen an, wo du unterwegs bist. Ja, um das differenzierter zu sehen. Doch du musst das ertragen können, du musst dir da echt ein hartes Feld zulegen. Ja, auf jeden Fall zum Thema Verkauf jetzt so die abschließende Frage. Gibt es einen bestimmten Faktor im Verkauf, der unbedingt irgendwie als Skill da sein muss? Also was ist so der Schlüsselfaktor, wo du sagst, das ist entscheidend, ob ein Abschluss zustande kommt oder nicht? Gibt es da was Bestimmtes oder ist es die Kombination aus verschiedenen Dingen? Ich glaube, das ist immer die Kombination aus verschiedenen Dingen. Schau, heute heißt ja der neue Experte Kunde. So, und der neue Experte Kunde, der ist aufgeklärt durchs Internet, durch Blogs, durch Wikis, durch Videos, der glaubt schon alles zu wissen.
in Anführungsstrichen. Manchmal auch im Internet stehen ja nicht nur gute Sachen drin, auch Halbwissen. Ja? Mhm. So. Und dann ist es eben einfach so, dass ich eben sehr stark über empathische Kommunikation, viele sagen, ja, ich bin empathisch, du kannst nur sympathisch sein in meinem Modell von Welt und empathisch kommunizieren. Und die Gewinner werden sein in Zukunft Vertrauen in eine Marke und Empathie. Okay. Vertrauen und Empathie. Spannend, schreibe ich mir direkt auf. Vertrauen und Empathie. So. Martin, du kennst den Film Wolf of Wall Street, so gefühlt, weiß nicht, ich habe auch mit vielen Vertrieblern so zu tun, egal ob jetzt bekannt oder unbekannt, so gefühlt der Lieblingsfilm schlechthin in der Vertriebswelt. Kennst du den Film Wolf of Wall Street? Klar, wer kennt den nicht? Dann ist das gut, weil dann kennst du bestimmt auch die Szene, wo Leonardo DiCaprio alias Jordan Belfort so seinen Mitarbeiter im Rahmen eines Verkaufstrainings auffordert, ihm einen Stift zu verkaufen. Sell me this pen. Yeah. wie würdest du den Stift verkaufen? Nimm uns mal mit. Verkauf du uns doch mal einen Stift. So, ja, es wurde früher auch in Bewerbungsgesprächen gemacht. Ich trainiere Leuten, dass ich sage mal, lass den jemanden was verkaufen, indem er sich auskennt. Mhm. Ja, aber die Szene ist natürlich gut. Er sagt ja, ne, du kannst irgendwie, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, du kannst ja ohne Stift nichts aufschreiben. Genau. Ja, und der Punkt ist halt der, was interessiert den Kunden heute? Der Kunde interessiert sich in der heutigen Gesellschaft nur darüber, what is in for me, was habe ich davon? Also was habe ich von dem Stift? Was kann ich mit dem Stift machen? Welchen Nutzen und welche Vorteile habe ich dadurch? Mhm. Und wie kann ich das so transportieren heute, dass der Kunde das sieht? Und wir sind sehr stark immer noch oft im Verkaufen, im Produktverkauf. Dass jemand sagt, Mensch, Robin, dieser Stift, der schreibt länger, der kann 4 Farben, du kannst, ne, der automatisch füllt er sich wieder auf, der liegt gut in der Hand. Ich fange also an, Produktmerkmale aufzuzählen. Ja. Ja, und du sagst aber, pass auf, eigentlich brauche ich den Stift nur, weil ich gerade meinen guten Montblanc verlegt habe und ich will gerade was unterzeichnen. Hm. Also ich muss rauskriegen den Nutzen heute. Ich muss rauskriegen, wo hat der Kunde seinen Pain vielleicht? Ja, wo hat der Kunde seinen Kittelbrennfaktor, dass ich ihm helfen kann, das für ihn zu lösen? Ja. Und wenn ich das für ihn löse, dann ist oft der Auftrag da. Also ich weiß zum Beispiel, dass viele meiner Kunden mich heute rufen, weil sie wissen, dass wir eben ja digitale Lernelemente haben, dass wir Blended Learning können und dass wir sehr klar und wahr sind, dass wir Tacheles reden können mit den Teilnehmern und keiner von diesen Trainern sind, die den Teilnehmern nur auf die Schulter klopfen und sagen, bist ja ein toller Hecht, mach noch da und da ein bisschen, sondern wir haben ja nur 2 Grundmotivationen in uns allen drin, Lust empfinden, Schmerz vermeiden. Mhm. Ja, und ich sage immer gerne, manche müssen erst erschüttert werden, bevor sie sich bewegen. Okay. So. Und von daher ist es wichtig, dass wir gucken, dass wir den Kunden sauber abholen und ihm dann eben seinen Stift für seine Anwendung verkaufen. Okay, also eher den Need des Kunden durch gezielte Fragen ermitteln, als irgendwie Produktpräsentation zu halten, sage ich mal. Nach wie vor so alt wie die Menschheit, die wenigsten Verkäufer können gute offene Fragen stellen. Und wir müssen den Kunden eben ordentlich befragen, Bedarfsanalyse machen, um den Kunden sauber abzuholen. Absolut. Alright, cool. So, wir haben auch in unserer Zuhörerschaft oder auch Teilnehmerschaft on Events viele Leute, die ein Startup gründen. Und demnach würde ich dich gerne mal fragen, Martin, als erfahrener Unternehmer mittlerweile, was wären so die ersten Schritte bzw. Umsetzungen, die du angehen würdest, wenn du heute wieder ein Startup gründen müsstest oder dürftest, je nachdem? Ich habe letztes Jahr ja ein Startup gegründet, die Anabiko, Agentur für nachhaltige Bildungskonzepte, wo wir eine Software haben, die wir an Unternehmen verkaufen für digitales Lernen, sprich die Unternehmen selbst für sich nutzen können, ja, mit eigenen Sachen, die sie reintun können oder wo wir ihnen auch helfen, Dinge zu unterstützen. Also genau das tun wir ja. Mhm. Und von daher weiß ich genau, was ich tun würde. Ich würde ein gutes Produkt entwickeln und dann das Erste, was ich tun würde, ja, ich würde telefonieren oder ich bin beteiligt an einem Startup, da verkaufen wir Sales Ranger, heißt die Company. Mhm. Sales Ranger, Name war frei, total cool. Einen sogenannten elektronischen Mic, so nennen wir es, mein Einwandkatalog. Ich habe das seit über 30 Jahren bei mir, also ein Klappotto früher gehabt. Gute Sache, keine Zeit, kein Interesse, fester Partner, schick mir es zu. Haben wir schon im Telefontraining und wir haben jetzt eine Software entwickelt,
die praktisch, du hast zwei Teams, Robin, die einen telefonieren mit Leitfaden A, die anderen mit B, und wir können in Echtzeit benchmarken, welcher Leitfaden besser läuft und dann allen einspielen. Revolution in der Callcenter-Szene haben die noch nie gesehen, ja, und das Startup haben wir gerade. So, und da haben wir zum Beispiel das Thema, wir müssen noch ein paar Sachen entwickeln, können die Sachen aber erst entwickeln, wenn wir das Geld nicht selbst in die Hand wollen, wenn wir es verkauft haben. Und genau das machen wir gerade. Wir verkaufen es, entwickeln es mit ein paar Callcentern gemeinsam, kriegen dadurch eine Vorzugskondition, aber die helfen uns eben, das Ding entzuentwickeln und wir müssen nicht komplett in die Vorlage gehen. Also guck, dass du Leute hast, Mitstreiter hast, die dich unterstützen. Seh zu, dass du erstmal das investierst, was notwendig ist. Dann guck, ob das Ding marktreif ist. Das wussten wir auch nicht. Und jetzt haben wir eben festgestellt, es ist marktreif. Mhm. Die Leute sind total heiß drauf. Also seh zu, dass du es eben entwickelt kriegst. Okay. Sehr cool, spannender Ansatz, dass du auch direkt nach dem Produkt das Thema Vertrieb ansprichst. Ich kenne viele, die jetzt irgendwas anderes genannt hätten, aber ich sehe es eigentlich genauso. Hast du ja im Eingang schon erwähnt, also ohne Verkauf oder Sales verkauft man halt nicht das beste Produkt auf dieser Welt. Anabiko hast du gerade angesprochen, auch schon ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben und auch in Zukunft werden, so als Company bei uns, ist, glaube ich, vielleicht auch interessant für unsere Zuhörer, weil es, glaube ich, viele gibt, die auch so in dem Bereich digitale Infoprodukte, Online-Kurse was machen wollen. Verlinke ich in den Shownotes, du musst mir nur sagen, was ich genau verlinken soll, dann können die Jungs und Mädels aus unserer Community da auch mal einen Blick drauf werfen. Sehr gerne, gebt ihr beides rüber, salesranger.de und einmal eben anabiko.de. Ja, aber gebe ich dir rüber, kein Thema. Perfekt, also Leute, ist in den Shownotes zu finden, damit da niemand verloren geht. Mit einem Blick seid ihr dann dort. Alright. So, Martin, welche Wahrheit, jetzt wird es ein bisschen privat, welche Wahrheit über dich würde die meisten Menschen überraschen? Also gibt es irgendwas, was keiner mitrechnet jetzt und die auch die wenigsten Leute wissen über dich? Puh, was soll ich sagen? Also viele sind immer sehr erstaunt, wenn ich höre oder wenn sie hören, dass mein Lieblingshobby Angeln ist. Wenn du mich auf der Bühne erlebst oder sonst erlebst, immer ordentlich unter Strom. Angeln kann ich komplett wirklich, wirklich, wirklich abschalten. Da komme ich bei runter. Ja, was vielleicht auch Leute überrascht, ich habe zwei Königspudel. Ah, cool. Ja, schön mit dem Iro geschnitten, sehen aus wie Papi. Ja, hätte nie gedacht, dass Hunde mal so an einem ans Herz wachsen können. Die haben einen 2 Jahre alten und einen 1 Jahre alten. Ja, einmal King Murphy von Murphy's Law und einmal Ego. Ego Sitz, Ego Platz, Ego Komm. Das Ego ausgelagert. Und was vielleicht viele überrascht, die mich näher kennen, mein Freund Alexander Christiani sagt das immer so schön. Ja, ich habe nun ein sehr markantes Kinn. Ich bin nun mal sehr groß im Auftreten. Bin jetzt nicht der filigrane Läufer, so wie der Robin wahrscheinlich als Fußballer, sondern bin halt schon ein Klotz. Dass die Leute immer sagen, boah, der wirkt aber so hart und der ist so kantig und ich bin total harmoniebedürftig. Das überrascht vielleicht viele. Ich streite überhaupt nicht gerne. Und wenn man es richtig mit mir anfängt, kannst du im Grunde alles von mir haben. Sau geil. Also danke für die privaten Insights da an der Stelle. Lass uns privat weitermachen und zwar lass uns mal kurz in dein Handy eintauchen, wenn es für dich okay ist. Wir haben hier in der Show eine Kategorie, die sich schimpft Inside Your WhatsApp und zwar kombinieren wir das immer mit Menschen wie dir, die schon einige Bestseller geschrieben haben und zwar spielen wir das Spiel, jetzt gut zuhören, spielen das Spiel, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel des Buches wäre? Also kannst du gerade mal nachschauen, wenn du möchtest, was so die letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht ist. Und das wäre dann im Umkehrschluss der Titel deines neuen Buches oder nächsten Buches. Ich hab an dich geschrieben, weil wir ein bisschen delayed waren, jetzt. Also wäre mein nächstes Buch jetzt, gib endlich Gas oder jetzt verkaufe endlich oder jetzt werd endlich guter Unternehmer. Sau cool. Also gekauft. Muss mal reingucken. 8:55 an dich, steht nur jetzt auf deiner E-Mail. Martin, schaffen wir es noch oder müssen wir verschieben? Ja, cool, sehr cool. Ja, jetzt ist gekauft, kann potenziell echt was werden. Also wir haben auch den Deal, das muss ich dazu sagen, wenn der Titel irgendwann mal rauskommt über deine Feder, dann musst du das irgendwie uns und der Community widmen. So. Okay, läuft. Sollte einer den Titel klauen, ich weiß, wo du wohnst. Sehr gut.
Okay, was wir auch immer machen, passt jetzt vielleicht an der Stelle ganz gut. 24-Stunden-Challenge nennen wir das. Und zwar möchten wir, dass unsere Zuhörer nicht immer nur konsumieren und im Konsum bleiben, sondern wirklich aktiv auch ins Handeln kommen. Deswegen haben wir die 24-Stunden-Challenge eingeführt, was nichts anderes heißt, als dass du uns bitte als Community eine Aufgabe gibst, die wir in den nächsten, jeder für sich, aber in den nächsten 24 Stunden, jeder Einzelne aus der Community erledigt. Also die Intention dabei ist ganz egal, ob das jetzt auf Business bezogen ist, auf privat oder, das bleibt bei dir, aber eine Aufgabe, die wir erledigen sollen. Geh zu Amazon, kauf nicht gekauft, hat das schon und schreib eine Rezension. Das ist geil, weil du als Vertriebsexperte jetzt natürlich sowas bringen musst. Das ist so, Amazon, Aufgabe, Leute, Amazon, nicht gekauft hat er schon, von Martin kaufen und eine Rezension schreiben. So, ich hab's schon, muss ich es jetzt nochmal kaufen, oder? Ja klar, du verschenkst es einmal an einen deiner Lieblingsmitarbeiter, der noch besser werden soll im Sales. Okay, also auch hier wieder an der Stelle, damit wir die Hausaufgabe von Lehrer Martin Limbeck erfüllen, jetzt an der Stelle, Link ist in den Shownotes, da findet ihr das Buch und könnt die Hausaufgabe erledigen, wie sich's gehört. So, Martin, wir machen privat weiter, und zwar... Gerne. Du hast erzählt, du wirkst sehr, sehr selbstbewusst, ja, bist du ja auch, das will ich ja gar nicht in Zweifel stellen. Aber es gibt bestimmt irgendwas, vor dem auch ein Martin Limbeck irgendwie, auch als Klotz, sage ich mal, Angst hat. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, da habe ich immer so ein bisschen Respekt vor und Schiss in Anführungszeichen? Du, ich glaube, das geht uns ja allen so. Weißt du, wenn ich dieses ganze Geschwafel da draußen immer wieder höre von irgendwelchen selbsternannten Motivationsgurus, gib keinen Wert drauf, was andere von dir denken. Das hört sich in der Theorie ja ganz schön an, aber in der Praxis ist es natürlich nicht so. Natürlich hast du immer wieder mal an der Stelle Versagensangst. Also was heißt das? Ich habe einen Vortrag gehalten vor kurzem, wo ich sagte, das war der beste Vortrag meines Lebens, war in einer total guten Stimmung. Zwei Tage später habe ich einen Vortrag gehalten, wo ich selber gesagt habe, ja, war derselbe Titel, anderes Publikum, war eine 3-. Warum? Weil ich mich durch ein paar äußere Umstände, die ich als Profi nicht sehen sollte, mich habe anstecken lassen, auch noch in Offenbach in einer Halle, wo du sagst, hey, nochmal, da geisel ich mich selber den ganzen Abend für, da brauche ich niemand anders, der mir es sagt. Aber natürlich wollen wir alle irgendwo ankommen. Und natürlich sage ich auch auf der einen Seite, ich sage immer, was sind denn wirkliche Freunde? Ja, das ist die Summe der Menschen, die, wenn du eine Männergrippe hast und du als Robin stirbst ja dann gleich und ich als Martin. Ja, Männergrippe, glauben wir, das Leben ist ja zu Ende. Wie viele Menschen kommen jetzt wie Mami mit einer Markklößchensuppe und ABC-Buchstaben, Nudeln und sehen zu, dass dir wieder besser geht? Die kannst du natürlich in einer Hand abzählen. Und wenn du dann immer hörst, hör nur auf dich und konzentriere dich und lass dich von den Rumors von außen nicht beeinflussen, sag ich ja auch. Nur, ich sage immer, in einem gesunden Dosis, weil wir sind alles Menschen und der Mensch ist halt nun mal so gestrickt, dass die meisten von uns auch gerne von ihrem eigenen Ego innen drin auch ankommen möchten. Und mein Freund Boris Grundl hat mal gesagt, alle Speaker und Trainer, die auf eine Bühne gehen, machen ja Therapie mit sich selber, die haben irgendwas zu verarbeiten, dass sie da oben hingehen oder die Anerkennung brauchen. Und da ist ja irgendwo was dran. Du machst das ja nicht, weil du zurückgezogen in der Höhle lebst, sondern du sagst ja, ich gehe da auf die Bühne, weil ich eine Botschaft habe und die möchte ich an vielen Menschen senden. Und natürlich haben wir es gerne auch gut anzukommen. Also Versagensängste haben wir immer wieder mal drin und ein gewisses Grundzweifeln finde ich auch ganz normal, weil das erdet dich wieder, macht dich sehr bodenständig und lässt dich auch reflektieren, weil nichts ist für den Erfolg gefährlicher wie der Erfolg, der macht arrogant und träge. Okay, cool. Ich hätte jetzt nämlich gefragt, so, was machst du dagegen? Aber du hast ja so direkt schon negiert, indem du irgendwie sagst, man muss die vielleicht auch mal haben, diese Versagensängste. Finde ich cool. Ich glaube, ein gesunder Selbstzweifel ist normal. Ich kenne keinen Unternehmer, den ich kennengelernt, der wirklich ehrlich ist. Ja, der nicht sagt, auch ich habe immer wieder mal Angst, dass irgendwas passiert. Ja. Ja, Mann, Martin, vielen Dank für deine Offenheit. Ich feiere es ab, auch die Offenheit zu sagen, ich meine, ich kenne es auch auf Fußball, ich hatte auch mal ein Spiel, da war es eine 1+ und dann war es auch mal gefühlt eine 5 oder 6.
Finde ich saugeil, dass du das so offen kommunizierst. Und ich freue mich echt wahnsinnig, das haben wir noch gar nicht gesagt, ich freue mich echt wahnsinnig auf deinen Vortrag bei uns auf der Entrepreneur University. Das wird mega. Ich bin gespannt, auch wenn ich... Das wird eine 1+. Ja, ich bin fest von überzeugt. Also ich habe nur 1+er von dir gesehen, wirklich ernst gemeint. Deswegen freue ich mich, dass du dabei bist. Und ich hoffe, ich habe die Zeit und die Ruhe an dem Wochenende, deinen Vortrag oder Vorträge, du machst ja sogar mehrere bei uns, mir anschauen zu können. Ansonsten vielleicht auch so eine Frage, die ein bisschen in die gleiche Richtung geht, aber demnach auch an der Stelle ganz gut passt. Du als Coach beantwortest du vielen Menschen viele Fragen. Also es gibt bestimmt, ich stelle es mir so vor zumindest, viele Menschen, die auf dich zukommen, irgendwie eine Lebensweisheit brauchen und da einen Ratschlag. Auf welche Frage, schwierige Frage jetzt vorab, muss ich sagen, auf welche Frage wolltest du schon immer mal eine Antwort und hast sie selbst bis heute nicht bekommen für dich? Ich habe jahrelang nach dem Thema geforscht, warum ich so bin, wie ich bin und warum mir das wichtig und weniger wichtig ist. Ich habe da auch viel ausprobiert von, ja, ich glaube, es gibt niemanden, der so viel auf meiner Augenhöhe so viel Weiterbildung macht wie ich. Ja, ich habe mich gerade erst ausbilden lassen zum Gesichtsleser, Physiognomics, total spannendes Thema. Ich habe NLP-Master, bin Mastertrainer und Lehrausbilder. Ich habe mit Heilern gearbeitet, Schamanen gearbeitet, ich habe mir Hexen angeschaut. Also ich habe alles möglich gemacht, auch eben viel bodenständigen Kram. Ich habe fast alle Management-Gurus besucht dieser Welt. Ja, und die großen Verkaufstrainer, ob das ein Jeffrey Ginnemann in Amerika ist, mit dem ich einen guten Draht habe, oder hier Larry Winget, Stop Whining and Get Alive, or You Are Broke Because You Want To Be Broke. Also ich war immer so ein bisschen auf der Suche, warum ich so bin, wie ich bin und warum mir gewisse Dinge wichtig sind. Ja, du konntest mich früher kriegen, das habe ich Gott sei Dank abgelehnt. Da habe ich mich gefragt, woher ich das hatte. Ich konnte früher ganz schlecht mit Liebesentzug. Weißt du, wenn du, Robin, wir beide befreundet sind, ja, und wir haben Stress miteinander und du gehst nicht mehr ans Telefon und meldest dich mehr, war für mich schlimmer, wie das, du sagst, Mann, ich bin stinkesauer auf dich, lass uns mal 2 Wochen eine Pause machen, dann reden wir wieder miteinander. Mhm. Also ich brauche immer so klare Verhältnisse, da habe ich mich immer gefragt, woran das zum Beispiel lag. Mhm. Und heute stelle ich mir die Frage immer wieder, wieso so viele Menschen, da habe ich keine Antwort drauf, so taktieren und hintenrum streuen und kolportieren Nachrichten, gerade in der Szene, wo ich ja unterwegs bin, Vertrieb, warum Menschen nicht gerade miteinander Dinge klären und viel hintenrum geht. Und das macht mich immer sehr traurig. Ich schaue, dass ich das in meinem Team hinkriege, gelingt mir auch nicht immer. Ich sage, Leute, bringt es auf den Tisch, dann können wir es lösen. Ich höre manchmal auch Sachen, der eine hat das über den gesagt oder das oder jenes gesagt, wo ich mir immer denke, warum macht ihr euch alle das Leben so schwer? Ja, cool. Auch wieder vielen Dank an der Stelle für deine Offenheit. Wir machen privat weiter, finde ich spannend. Ich weiß nicht, wie oft man dich irgendwie so privat durchleuchten kann, deswegen nutze ich jetzt die Chance. Was war so für dich so der prägendste Lebensmoment? Gibt es da einen bestimmten? In Bezug auf was, Robin? Der irgendwie dich als Mensch vielleicht auch verändert hat, irgendwie so ein Game-Changing-Moment vielleicht. Ah, da gab es ganz viele. Ich habe das große Glück, dass ich oft an Menschen geraten bin, die zur richtigen Zeit irgendwie in mein Leben gekommen sind. Ich habe vor kurzem beim Durchseppen bin ich auf Precht gestoßen, eine Sendung aus 2015. Da saßen dann die Navrot-Bücher, die Brüder, die Hülya-Staubsauger verkaufen. Glöckler saß da, eine Comedian saß da, eine Strafverteidigerin saß da, ich glaube, die war blind. Und da wurde darüber diskutiert, wie viel im Leben Glück ist und warum manche Menschen so außergewöhnliche Dinge erreichen und andere nicht, weil es ja anscheinend nur wenigen Menschen vorbehalten war, war so die Moderation hier. Ich habe vergessen, wie heißt dieser mit so ein bisschen Popper-Haarschnitt, der auch früher Sportstudio gemacht hat, den Namen nicht parat von dem Moderator, so ein Schwiegermutter-Liebling-Typ. Und Precht war ganz klar der Meinung, 90% ist Glück. Dann muss ich sagen, wenn das so wäre, was ich nicht ganz so glaube, ich glaube schon auch, dass die Kindheit extrem prägt in die eine wie die andere Richtung. Entweder gehst du in das, ich will auf gar keinen Fall so enden, das war lange meins. Ich hab, ja, im NLP reden wir bei Metamodellen von zu was hin oder von was weg. Ich war sehr stark geprägt von was weg, habe das sehr stark kompensiert über Erfolg und Geld. Ja, heute weiß ich, Geld ist ein reines Hygienemittel, ist wie Händewaschen kommt und geht und jeder von uns hat ein unterschiedliches Maß an Hygiene. Ja, und das ist so der Punkt, aber sicherlich zwei, drei Sachen mal rausnehmen. Also nehmen wir die erste Sache, was mich schon extrem verändert hat, war die Geburt meines Sohnes. Also ich war dabei, wie mein Sohn auf die Welt gekommen ist und wie diese Krankenschwester mir dieses Bündel
Hautfarbe mit Blut vermischt in die Hand gab und ich den waschen soll. Und sie sagte, sie können es ruhig ein bisschen fester machen. Ja, der geht nicht kaputt, so in Anführungsstrichen aus der Erinnerung. Das war was ganz Besonderes, dabei zu sein und den direkt in der Hand zu halten als Erster. Das war sicherlich was extrem Besonderes. Und ich habe das große Glück, dass ich einen 22-Jährigen habe, der auch noch ein sehr gutes Verhältnis hat, der immer noch mit uns in Urlaub fährt und der gerne mit mir zusammen ist. Ja, das war sicherlich ein Gaming Changer dann, dass ich vor 5 Jahren meine Traumfrau kennenlernen durfte, die erste Frau in meinem Leben, die mich so lassen kann, wie ich bin und mich eher unterstützt, als mich hindert und nicht sagt, hör auf zu arbeiten, du hast doch genug erreicht, sondern sagt, sie arbeitet mit, sie ist unsere Office-Chefin hier und auch Finanzchefin im Unternehmen und meine persönliche Assistant und arbeitet genauso viel wie ich, also 24/7 irgendwie. Und ein Game-Changing-Moment sind manchmal Begegnungen mit Menschen. Also wir haben einen großen Move gemacht vor einem Jahr. Ich poste da relativ wenig drüber, weil ich eben gelernt habe, Menschen mögen es nicht so, wenn man das, was man hat, auch wenn man stolz auf sein kann, zeigt, weil das immer so ein gewisses Neid gibt. Und früher fand ich den Spruch noch gut, Neid musst du dir arbeiten, Mitleid bekommst du geschenkt. Okay. Ich finde es heute nicht mehr gut, weil ich selber keinen Neid kenne. Und ich trotzdem es schade finde, dass du teilweise deinen Erfolg verstecken musst, weil die Leute ja immer glauben, dass dir alles zugefallen irgendwie. Und der Olli Gorus, mit dem ich mein Verleger, mit dem ich viele Bücher oder mit dem ich nicht gekauft hatte, schon zusammen gemacht habe, mit dem ich vom Cannabis nach oben kommst gemacht habe, also meine persönliche Geschichte und gerade noch ein Buch mache. Ich bringe ein neues Buch im Oktober raus, wird das Buch schlechthin im deutschen Vertrieb. Mehr verrate ich noch nicht. Ja, wird zumindest das umfangreichste Werk, was ich je geschrieben habe in meinem Leben. Der war bei mir zum Stuttgart-Spiel gegen die Eintracht Frankfurt im Stadion. Stuttgart hat gewonnen, Stuttgart ist abgestiegen und dann haben wir uns hingesetzt und haben eine Flasche Monkeys aufgemacht und irgendwann waren wir auch wie Monkeys. Und dann zeigte ich ihm etwas, mein Lebenstraum war immer in einem See leben zu dürfen und vor der Haustür angeln zu können, wann ich will und so oft ich will. Und zeigte ihm mein Haus in der Nähe von Wesel, nämlich in Bieslich. Und das hatten meine Frau und ich uns angeschaut. Wir wollten aber da nicht hin, weil 270 Kilometer von Königstein weg und neue Mitarbeiter und alles. Und dann sagte der nur einen Satz. Brauchst du dein Leben um deine Arbeit oder deine Arbeit um dein Leben? Ja. Und dann habe ich meine Frau nachts geweckt. Wir waren noch nicht feiern. Ich sagte, Andrea, wir kaufen morgen doch das Haus. Wir hatten es ein Dreivierteljahr vorher abgesagt. Es war immer noch da. Ich glaube, heute auch der Inhaber hat auf uns gewartet, weil er uns auch irgendwie sympathisch fand. Eine Woche später habe ich das Haus gekauft. Heute leben wir in Wesel-Bieslich, haben also einen kompletten Jobs, also unsere Mitarbeiter unterstützt, Jobs zu finden in Königstein, haben neu eingestellt, haben im neuen kompletten Team hier letztes Jahr wie ein Startup gestartet. Und während ich mit dir jetzt spreche, weil ich heute einen Bürotag habe, ich fahre aber gleich auch noch auf Akquise nach Düsseldorf rüber, schaue ich eben auf einen See, ein großes Grundstück, sehe die Vögel, sehe die Schwäne, die gerade auf die Welt gekommen sind vor ein paar Wochen, sehe meine beiden Hunde draußen und sagt, das war die beste Lebensentscheidung meines Lebens, weil hier komme ich total runter. Wir leben hier in der Einsamkeit, wir haben 2 Nachbarn. Natur, das traut mir auch keiner zu. Und das ist schon was einer der besten Entscheidungen meines Lebens war. Unfassbar geil, da habe ich zwischendurch Gänsehautmomente gehabt. Den letzten Satz, kann ich den irgendwie nochmal aufschreiben vielleicht? Also den dein Kumpel zu dir gesagt hat, baust du dein Leben um deine Arbeit oder deine Arbeit um dein Leben? So ein genialer Satz. Ja, geil. Zitat Olli Gorus. Ja. Und solche Sachen hatte ich halt öfter, solche Begegnungen. Ne? Oder weißt du, für manchen, weiß ich, wie das anderen geht, geben ja nicht viele gerne zu, weil keiner zeigt ja irgendwie gerne Schwäche. Ja, weißt du, da zucke ich auch immer zusammen, wenn ich das erzähle, noch, weil, oh, wie könnte das jetzt bei Leuten ankommen? Ich habe seit 8 Monaten einen Fahrer. Meine Frau hat vor 8 Monaten entschieden, pass mal auf, Schatz, du stehst um 5 Uhr auf, fährst nach da, dann musst du nachts noch weiter. Ich habe ein Auto bekommen, gebraucht, mir gekauft mit 39.000 Kilometer im November. Der hat jetzt 54.000 Kilometer heute drauf. Und dadurch, dass ich jetzt so viel fahre, habe ich einen Fahrer. So, und sitze hinten drin seit 8 Monaten und arbeite. Das war die beste Entscheidung, die meine Frau je für mich getroffen hätte. Ich hätte gesagt, ah, du bist ja kein Vorstand hier von irgendwie der Bank oder sonst was, mach so einen Scheiß nicht. Ja. Ich erzähle das 2, 3 Kollegen, sagt mir einer, du, das mache ich schon seit Jahren. Und dann finde ich es total cool, weil erst ich kann morgens nochmal pennen, ich komme sicherer an und ich kann viel produktiver arbeiten. Ja. Und als Unternehmer, sage ich, ist das eine der größten Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe. Das hätte ich schon 10, 12 Jahre, wie ich das öfter schon mal gehört habe und Kollegen von mir das gemacht haben, eher machen sollen. Krass. Und okay. Das ist einfach total entspannt. Sehr cool. Martin, da war so viel Tolles dabei. So die Abschlussfrage, die ich gerne stelle, vor allem wenn meine Interviewgäste Kinder haben, ist,
oder lass uns direkt auf dich praktizieren. Dein Sohnemann kommt jetzt zu dir, sagt, Papa, ich will nur einen Ratschlag von dir, nur einen für den Rest meines Lebens. Welchen würdest du ihm geben? Naja, erstens gebe ich keine Ratschläge, da steckt das Wort Rat und Schläge drin, aber wenn er sagt, Papa, gib mir einen guten Advice für mein Leben, ja, oder eine gute Idee, dann sage ich wirklich, ist auch unsere tiefste Überzeugung, er hat Lust, in mein Unternehmen zu kommen, er denkt darüber nach. Mhm. Und jetzt kommt das Wichtige, aber er muss nicht. Schau, ich möchte, dass er das macht, was er liebt. Und wenn er für sich entscheidet, als Beispiel, auch wenn es nicht die Traumvorstellung eines Vaters wäre, er geht in einen ganz normalen angestellten Job auf einer ganz normalen Sachbearbeiterebene, wo er von 9 to 5 arbeitet, seine 2.500 Euro oder 3.000 Euro brutto verdient. Wenn er damit glücklich wäre und das sein Lebensinhalt wäre, würde ich sagen, super. Ja. Wenn aber er sagt, ja, ich muss mich ausprobieren, so ist im Moment seine Idee, er ist nächstes Jahr mit dem Studium fertig, dann will er mal 2 Jahre Praktikas machen, was ich unterstütze. Und dann soll er gucken. Und das finde ich einfach wertvoll. Mach das, was du wirklich liebst. Und vor allem mach es nur so lange, du es liebst, und dann änder was. Ja, saugeil. Ich glaube, besser können wir den Sack hier nicht zumachen. Deswegen mache ich hier an der Stelle den Cut. Martin, tausend Dank für dieses unfassbar geile Interview. Also wirklich, wird einer meiner Lieblingsfolgen, da bin ich mir sicher. Vielen Dank, Robin. Und ja, ansonsten, wenn man jetzt noch mehr, ich habe ein paar Sachen erzählt, die in die Shownotes reinkommen, Buch, Anabiko und Co., gibt es noch irgendwas, wo wir dich irgendwie kontaktieren können, dich weiter verfolgen können? Was packe ich noch in die Shownotes? Du, wir haben noch eine sehr schöne Sache, Leaders.café, einen Podcast, wo ich nur Top-Führungskräfte befrage oder auch einen Präsidenten von einem Fußballclub, nämlich dem FC Basel. Der hat jetzt aufgehört, Bernie Häusel, der das Unternehmen Basel von 10 Millionen auf 100 Millionen gebracht hat, 10-mal Meister geworden ist in Folge. Cool. Also wir haben eine Menge Sachen. martinlindbeck.de ist meine einfache Webseite, von da verlinkt sich alles. Mhm. Ja, und ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, mir auch in Social Media zu folgen, ob das bei Facebook ist oder Xing, LinkedIn. Wir machen sehr viel Content auch for free. Mhm. Ich glaube, extrem als Gesetz der Resonanz, was du gibst, kommt zu dir zurück, zwar nicht immer aus denselben Quellen, aber langfristig macht es einfach Sinn. Sehr, sehr cool. Ist alles drin, werdet ihr alles in den Shownotes finden, Martin, und ich verneige mich stellvertretend für die Community. Ich trage oft Caps, die ziehe ich jetzt ab, so als Zeichen der Anerkennung. Martin, find's geil, was du machst, wie du es machst, was ein Art Typ du bist, und ich freue mich, dich dann auch bald mal live und in Farbe zu sehen. Bis dahin, alles Gute dir und ja, gute Fahrt nach Düsseldorf jetzt. Hey, danke mal, lieber. Bis dann. Ciao, Martin. Ciao. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.